Ich freue mich wirklich darauf, diesen Kerlen die Zähne einzuschlagen. Bringen Sie uns hin, dann kriegen Sie einen Platz in der Warteschlange. Warum genau ist der Nomad auf so einer erhöhten Position? Das finde ich irgendwie verwirrend. Aber gut, was soll's. Wir schauen mal kurz überall in den Kammern noch nach. Sie scheinen alle wieder in ihren Kammern zu sein. Ja, die Cat benutzen medizinische Ausrüstung der Angara. Das könnte vielleicht eine Spur sein. Ich will diesen Cat-Bastarden voraus sein, falls ihnen Sid je in die Hände fallen sollte. Naja, stellen Sie sich vor, es wäre Sarah. Sarah ist alt genug, um auf sich selbst aufzupassen. Ich habe immer noch das Gefühl, für meine Schwester verantwortlich zu sein. Ich bin alles, was sie hat. Sid war noch so jung, als uns unser Vater verlassen hat, und ich war, naja, so alt, wie sie jetzt ist. Sie haben Ihre Schwester ganz allein großgezogen? Das war bestimmt nicht leicht. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe ewig darauf gewartet, dass unser Vater wieder nach Hause kommt. Aber vergeblich. Er hatte sich auf einige üble Sachen eingelassen, auf üble Leute. Letzten Endes hat es ihn dann eingeholt. Er konnte nirgendwohin fliehen. Für ihn gab es keine andere Galaxie. Sind Sie deshalb hergekommen? Wenn man jung und dumm ist, trifft man falsche Entscheidungen. Verärgert die falschen Leute. Und so etwas holt einen immer wieder ein. Und auch diejenigen, die einem am Herzen liegen. Ich will nicht eines Tages nicht mehr nach Hause kommen. Okay, jetzt können wir tatsächlich die Romanze mit ihr auch ein bisschen erweitern. Vertiefen. Kann es sein, dass das mit dem... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Das sind zwei verschiedene Symbole. Ach so, ich werde auf sie aufpassen. Das ist einfach bloß die emotionale Antwort. Ist das tatsächlich eine Liebesantwort? Dafür sind sie zu zäh? Ich werde das mal machen, denn ich will ja Korra und Vedra ein bisschen weiterbringen und dann mich später entscheiden. Ach, kommen Sie schon. Sie sind stark und Sie sind clever. Es müsste schon einiges geschehen, damit Sie nicht mehr nach Hause kommen. Stark und clever reicht aber nicht immer. Irgendwann verlässt einen das Glück. Ich aber nicht. Ich habe ein gutes Gefühl, was Sie betrifft, Ryder. Aber gut, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht haben meine Leute ja irgendwas gehört. Plaudern wir später weiter? Okay, da bahnt sich was an, ein kleiner Funke. Ich muss sagen, die Antwort auf den ersten Blick war jetzt eigentlich gar nicht weiter so in Richtung Vertiefung der Beziehung gewesen, ne? Da war die drüber eigentlich viel mehr so. Aber er hat es ja dann noch rumgerissen. So, schauen wir bei Liam vorbei. Sie trainieren ziemlich hart. Das mache ich schon immer. Schon seit ich noch ein kleiner Klugscheißer war. Ich war ziemlich oft wütend. Das ist einer der Nebeneffekte, wenn einem nicht alles am Arsch vorbeigeht. Was ist los, Liam? Wir haben diese Einrichtung auf Volt gefunden und diesen Typen in den Arsch getreten. Das ist super. Aber die Cat rauben den Leuten, was sie sind. Und das sollte alle etwas angehen. Also habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen und wirklich etwas in Gang zu setzen. Die Kluft zu überbrücken. So wie mit Jol. Aber ich kriege überall nur Absagen. Die Nexus. Ah ja. Von allen höre ich immer nur, wir können mit Fremden keine Risiken eingehen. Ich bin doch nicht hierher gekommen, damit alle verfluchte Fremde sind. Kann ich verstehen, deinen Ärger, ganz ehrlich. Okay, ja, es könnte an der Art zu Fragen gelegen haben, das stimmt. Und wir sind tatsächlich auch Fremde. Also, ich meine, wir können nicht alle Konflikte und Ressentiments jetzt direkt überbrücken und alle sind Freunde. Das ist halt nicht möglich, ne? Liam, wir sind nicht von hier und werden es auch nie sein. Aber wir sind hier. Wir können nicht ewig Fremde sein. Das funktioniert nicht. Ich wollte das hier. Das Neue. Aber irgendwann muss es auch mal normal werden. Ich brauche etwas Vertrautes. Darf ich Ihnen was zeigen? Haben Sie etwas mitgenommen aus der Milchstraße? Bestimmt, denke ich mal. Ja, ein, zwei Dinge schon. Aber das Gewichtslimit war ziemlich streng. Ich weiß. Deshalb habe ich auch etwas arrangiert. Es ist ein echter Benzinfresser aus dem 20. Jahrhundert. Britisch, als das noch von Belang war.
Meine Familie hat daran gearbeitet, an den Wochenenden. Auch wenn es sowas im Weltall nicht gibt. Wollen Sie wissen, was wir gemacht haben? Ein paar meiner Freunde von Hassel haben uns geholfen. Sie haben sich für uns einen Transporter ausgeborgt. Dann haben mein Vater, meine Mutter und ich unser Auto in den Transporter geladen und in Richtung Andromeda geschickt. Ernsthaft? Du hast ein Auto mitgenommen? Ich bezweifle, dass dieser Transporter einen Überlichtantrieb hatte. Das heißt, Ihr Auto braucht... Wie lange, bis es hier ist? 2,3 Millionen Jahre mit Standardlichtgeschwindigkeit. Das Entscheidende ist, es ist auf dem Weg hierher und wird es immer sein. Keine Ahnung, was das bedeutet. Klingt aber trotzdem nach einer schönen Sache, finde ich. Es bedeutet, Ihre Familie, die Angara, dieses Team. Wir alle können uns glücklich schätzen, dass Sie ein so großes Herz haben. Ich werde es vermutlich vermasseln, Pathfinder. Willkommen im Club. Im Grunde haben wir es doch alle schon vor 600 Jahren vermasselt. Wohl wahr. Das hier wird unser Zuhause sein. Das muss es einfach. Ich lasse nicht zu, dass es schief geht, nur weil wir Fremde sind. Gute Einstellung. Ach, ich muss sagen, ich mag Liam echt. Und seine Bemühungen, auch die Gräben zu überbrücken. Und ich kann auch verstehen, dass er dann natürlich auch aufgebracht ist, wenn die Leute nicht mitspielen. Aber das gehört leider dazu. Dass die Leute eben erst überzeugt werden müssen, mit anderen zusammenzuarbeiten, mit Fremden. So, hier ist mal wieder keiner. Sonst steht hier auch niemand rum, ne? Ich glaube, wir haben gerade echt so eine kleine Zäsur erreicht im Spiel. Huch, was war denn da los? Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Der Asari und der Aufstieg der Ketten sich in vielen Dingen ähneln. Ich verstehe, was Sie meinen. Die Ketten nehmen sich die Gene anderer Spezies, Asari nehmen sich die Merkmale anderer Spezies. Phoebe, das soll doch nicht etwa heißen, dass wir uns einig sind. Ich hab's mir anders überlegt. Es besteht nicht die geringste Ähnlichkeit. Phoebe ist anstrengend. Phoebe ist unfassbar anstrengend. Tja, aber ich meine, gut, die haben den Vergleich zu den Reapern und den indoktrinierten Arten nicht, ne? Denn ich glaube, die Andromeda-Galaxie, Initiative, meine ich, ist ja schon aufgebrochen, glaube ich, nach dem ersten Teil, kann das sein? Ich glaube, bevor die Reaper angekommen sind und dann tatsächlich eine Rolle gespielt haben für die Öffentlichkeit. Von daher denke ich, haben die einfach nicht den Vergleich zu den indoktrinierten Arten. Ansonsten würden sie da wahrscheinlich die größten Parallelen sehen, denn das sind schon sehr große Parallelen, muss ich sagen. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil es so ein bisschen wie ein Abklatsch der indoktrinierten Reaper-Arten wirkt. Oder? Kommt das nur mir so vor? Ich gehe gerade die Daten aus der CAT-Einrichtung durch. Ihre Gentechnologie ist fortschrittlicher als alles, was ich je gesehen habe. Um ehrlich zu sein, sind sie uns in dieser Hinsicht Lichtjahre voraus. Schade, dass wir da nicht weiter drüber reden können. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Aber ist ja schon mal interessant gewesen zu erfahren, dass auch die DNA der Angara im Prinzip auf DNA-Strängen, oder dass es überhaupt DNA ist, bei denen, was die Genmerkmale speichert, ne? Muss ja nicht sein. Könnte ja hier, da es eine ganz andere Galaxie ist, auch was komplett anderes sein. Muss ja auf eigene Art und Weise entstanden sein, das Leben hier. Denn das war ja komplett isoliert von der Milchstraße. Dementsprechend sie hätte das ja nicht die gleichen Paare sein müssen. Einfach nur. Die Cat nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Oh ja, du kennst die Reaper nicht. Du kennst die Reaper nicht. Das ist genau das Gleiche. Ach. Und dieses Wissen verfolgt Jaul jeden Tag. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das macht ihnen wirklich zu schaffen. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Cat verfolgen wollen. Ich habe mit Drag gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten. Militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber
ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, Ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Wir schaffen das schon. Wir stehen Seite an Seite, Schulter an Schulter. Oder wie auch immer Sie möchten. Sie lassen sich nie entmutigen, oder? Sie rappeln sich immer wieder auf und lächeln dabei, als wüssten Sie, dass ich genau das brauche. Ja, ja. vielleicht weiß ich es ja wirklich. Ne? Ich glaube, das nehme ich sogar mal, oder? Ne, ach komm, wir machen mal. Wir müssen. Das klingt schon wieder so schmierig. Auch seine Art und Weise, es zu sagen, gerade klang schon wieder so schmierig. Ich nehme einfach mal das. Das ist die ehrlichste Antwort. Und ich glaube, das passt am besten einfach. Sie sind mir einfach wichtig. Ist das denn so seltsam? Und süß sind Sie auch noch. Was soll ein Mädchen da machen? Wieso kann nicht alles so unkompliziert sein? Nizira, Ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Wir stehen vor Herausforderungen, auf die wir uns niemals hätten vorbereiten können. Aber wir können uns zumindest auf den Kampf gegen die Kett vorbereiten. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Ich glaube, die Asari zu finden wäre wirklich eine gute Sache, weil die einfach auch die Lebenserfahrung haben von teilweise bis zu 1000 Jahren, was die Matriarchinnen angeht, ne? Ich fand aber interessant, wie Korra sofort drauf eingestiegen ist und weich geworden ist, als Ryder so sein Sprüchlein aufgesagt hat. So, jetzt dürfte eigentlich nur noch Phoebe fehlen, Phoebe fehlen, oder? Hier drüben ist hier jemand drin. Ach ja, natürlich, Jarl. Jarl? Danke, dass Sie nach mir sehen, aber es geht mir gut. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so wäre. Es muss sein. Wie sollte es sonst weitergehen? Verstehen Sie? Ich bin nicht nur knallhart. Ich habe auch eine starke Schulter. Das ist sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Stehen Sie Ihrer Familie nahe? Sie reden viel über Familie. Wirklich? Das gehört wohl einfach zu unserer Kultur. Unsere Familien sind groß und wir teilen unsere Eltern mit der Gemeinschaft. Wir alle haben viele Mütter. Meine Familie ist klein. Und stehen Sie ihr nahe? Eigentlich schon, oder? Also den Vater hat er zwar nicht weiter gekannt, aber so wie ich das verstanden habe, sind Sarah und Ryder schon ziemlich eng miteinander. Früher schon. Eigentlich immer noch. Meine Mutter und mein Vater sind tot. Meine Schwester ist sehr krank. Sie liegt auf der Nexus. Ich bin im Moment so eine Art Waise. Das tut mir leid. Naja, diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Vor allem Sie. Weil ich so geschickt bin und so viel weiß? Nicht wirklich. Weil Sie genauso gerne Zeit mit mir verbringen, wie ich mit Ihnen? Ist das so? Sie sind faszinierend. Tollkühn und geheimnisvoll. Und seltsam. Das ist... Danke. Und das meine ich ernst. Okay. Das klang irgendwie auch schon so ein bisschen wie anbahnende Romanze, aber ich glaube, das Zeichen sollte eher auf Kameradschaft hinweisen. Na gut, bleibt noch Phoebe. Ich glaube, alle anderen hatten wir jetzt soweit. Abgesehen von Gil, aber den können wir auch weglassen. Auf den kann ich verzichten. Und dann die Leute auf der Brücke. Beruhigen Sie sich, Callow. Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein. Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Callow. Callow ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von Eos erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenposten Prodromos wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin?
Ich setze es mal auf die Liste. Eigentlich haben wir dort nichts mehr zu erledigen, ganz ehrlich. Wir könnten uns jederzeit auf den Weg machen, aber wir haben noch andere Prioritäten. Warum? Naja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir können dort noch mehr entdecken? Ja, aber die Cat-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Das wäre fast wie ein Urlaub. Ja, fast. Okay, vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind der Boss. Geben Sie einfach Bescheid. Naja, wir können ja zumindest mal vorbeischauen. Das wäre schon eine Alternative. Das ließe sich wahrscheinlich schon einrichten. Muss aber nicht sofort sein, glaube ich. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Railtech geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Ich bin von Natur aus neugierig. Und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut. Sie steigert die Vorfreude. Und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen. Das ist nichts für mich. Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie absolut einzigartig sind. Ich muss Ihnen doch wohl nicht erklären, was Genetik ist, oder? Jeder ist einzigartig. Ja, natürlich. Vorausgesetzt, man ist kein Klon. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Na gut, wie du meinst. Also die andere Sache mit den Cats scheint ja am Arsch vorbeigegangen zu sein, habe ich so das Gefühl. Es sei denn... Okay. Es sei denn, wir gehen jetzt nochmal rein und es kommt noch was? Nö. Okay, dann scheint es ja tatsächlich am Arsch vorbeizugehen, dass die Cat da andere Spezies umwandeln. Aber gut, wir werden demnächst mal irgendwann auf die Nexus gehen. Ihr habt gesehen, ich habe mit ihr die Beziehung nicht weiter vertieft, denn das habe ich ja angekündigt, mit Phoebe will ich nichts zu tun haben. Ich mag Phoebe nicht. Und deswegen konzentrieren wir uns auf Vetra und auf Korra. Jetzt sprechen wir nochmal kurz mit Kello und Suvi, falls die noch was Eigenes haben. Ich glaube es aber bald nicht, oder? Gil, O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie. Darf ich Gil irgendwann mal von Bord schmeißen? Vielleicht einfach in die Schleuse stecken, während wir hier im Weltraum sind und dann mal aufmachen? Das wäre doch mal was, oder? Die Schwellung ist deutlich zurückgegangen und ich kann offenbar auch wieder normal sprechen. Gut. Ey, was? Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und denken Sie daran, ausschließlich kalte Nahrung und Flüssigkeiten, nichts Scharfes. Danke, Lexi. Entzündung im Mund, oder was? Das, kenne ich ab und zu. Stimmt was nicht? Haben Sie sich verletzt? Ach was, alles in Ordnung. Ich hatte nur eine Entzündung der Mundschleimhaut. Sie war ziemlich unangenehm, aber letztendlich vollkommen ungefährlich. Was? Sagt Ihnen der Begriff Lecktest etwas? Früher, bevor es tragbare Scanner gab, haben Wissenschaftler auf der Erde diesen Test bei der Feldforschung eingesetzt. Sie konnten dadurch Gestein von Fossilien unterscheiden und sich einen grundsätzlichen Eindruck von ihrer Mineralzusammensetzung verschaffen. Oh, sehr schön, die hat einen Lecktest bei irgendwas gemacht, das man nicht anlecken sollte. Finde ich geil. Es gibt es übrigens tatsächlich auch für irgendwelche Chemikalien, Geschmack oder sowas. Oder auch Geruch bei Einmalgasen. Also Einmalgase sind Gase, die man nur einmal riecht, wenn man danach stirbt. Deswegen werden sie so genannt. Also hochgiftige Gase. Also beziehungsweise ich weiß bei denen nicht, ob es da auch Gerüche gibt, die angegeben werden. Aber zum Beispiel von Cyankali oder von Cyaniden sagt man, dass sie nach Mandeln riechen.
Und ich finde den Gedanken irgendwie total weird, an sowas zu riechen. Beziehungsweise, ich habe auch schon an Cyankali gerochen. Das hat mir mal in einem Praktikum für anorganische Chemie. War ganz interessant. Ich habe nämlich gar nichts gerochen dabei. Beziehungsweise, mit viel Fantasie habe ich so einen Brotgeruch in der Nase gehabt. Das scheint also auch sowas zu sein, was nicht jeder riecht. Also den Mandelgeruch von Cyankali. Manche Leute riechen den nicht. Ich gehöre dazu. So, aber Suvi hat an was geleckt. Und das finde ich gut. Das finde ich lustig. Sie haben einen Stein abgeleckt, oder? Ich war abgelenkt und hatte vergessen, dass es ein Stein aus Helios war. Ich mache sowas vollkommen unbewusst. Ernsthaft? Als ich noch klein war, bin ich oft mit meinem Vater auf Expeditionen gegangen. Der Lecktest war dabei ein wichtiger Bestandteil. Mein Vater hat mir den Spaß an der Wissenschaft vermittelt. Ihre Mutter war doch auch Wissenschaftlerin, nicht wahr? Sie hatte sich auf Biotikforschung spezialisiert. Angefangen hat sie aber als Ärztin. Ich habe all ihre Forschungsarbeiten gelesen und die ihres Vaters. KI und Implantate. Sie haben in so kurzer Zeit so unglaublich viel erreicht. Sam ist eine erstaunliche Schöpfung. Ich habe meine Eltern zu Hause zurückgelassen. Sie sagten mir, wie stolz sie auf mich sind und sind dann irgendwann gestorben, während ich geschlafen habe. Das ist ein ziemlich trauriger Aspekt, aber letztendlich geht es allen so, die hier in der Andromeda-Galaxie sind, nicht wahr? Aber letztendlich alle Leute, die Mitglieder der Andromeda-Galaxie-Initiative, warum sage ich immer Galaxie, der Andromeda-Initiative zurückgelassen haben, oder die sie kannten, die sind alle tot mittlerweile. Es sei denn, im Falle von Korra, Asari, die noch jung waren, die könnten noch leben. Höchstwahrscheinlich leben sie noch, könnten aber natürlich auch in der Schlacht gegen die Reaper gefallen sein. Oder gegen was auch immer für Wesen danach noch gekommen sein mögen. Es muss ja nicht bei den Reapern geblieben sein. Wer weiß schon, was in der Milchstraße abgegangen ist in den 600 Jahren, die ihr unterwegs wart, nicht wahr? Wir alle wussten, was geschehen würde. Dass alles, was wir kannten, fort sein würde, wenn wir irgendwann aufwachen. Natürlich wusste ich das. Aber es zu erleben, ist etwas anderes. Danke für das Gespräch, Ryder. Ich weiß das zu schätzen. Gern geschehen. Und letztendlich macht es ja für die Praxis überhaupt keinen Unterschied, wenn man unendlich weit weg ist von der Milchstraße. Aber rein vom Gefühl her ist es nochmal was ganz anderes zu wissen, nicht nur, dass jemand unerreichbar weit weg ist, sondern dass er einfach schon tot ist. Nicht mehr da ist, nicht mehr existiert. Nicht mal seine Knochen sind wahrscheinlich noch da. Wobei doch das... Naja... Kommt halt drauf an, wo sie gelagert sind, ne? So. Und damit würde ich sagen, können wir die Aufnahme dann auch beenden. Wir haben viel erlebt eigentlich in dieser Aufnahme. Wir haben Haval befreit und gerettet. Und wir haben die Mauschel befreit. Und wir haben endlich mehr über die Cat erfahren. Wir wissen im Prinzip jetzt mehr über den Ursprung der Cat. Auch wenn wir nicht wissen, wo der Archon herkommt. Das muss noch zu klären, ist noch zu klären. Und ich würde sagen, ein Feind, den man kennt, ist einer, der weniger furchterregend ist. Denn dadurch, dass wir jetzt was wissen über die Cat, können wir auch so langsam Strategien entwickeln, sie zu bekämpfen. So, beim nächsten Mal sollten wir dann mal bei Aya vorbeischauen. Denn die Mauschel hat ja gesagt, sie lässt uns in die Gewölbe rein. Aber wir sollten auf jeden Fall auch mal auf die Nexus gehen. Und ich glaube, das wird auch das Erste sein, was wir machen in der nächsten Aufnahmesession. Ja, und bis dahin macht's gut und haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Und dann sehen wir mal zu, dass wir die Andromeda-Galaxie in einen bewohnbaren Ort für uns verwandeln. Bis dahin, arrivederci.